Hallo, ich bin Nana Spier und ihr hört und seht hingehört. Hallo Nana, wie ist es dir gelungen, Angela Merkel die richtige Stimme zu verleihen? Alles begann mit einer E-Mail. Ich fange anders an. Ich bekam das Skript und ich dachte so, ja, ist jetzt nicht so ganz mein Alter, aber es mache ich halt und lese es so. Und dann kam 2 Tage vor Aufnahmebeginn eine E-Mail von David Safir, er bittet doch um Authentizität. Und ich so, oha, okay. Dann habe ich ganz panisch den Regisseur angerufen. Ich so, und was mache ich jetzt? Na, jetzt gibst du uns Frau Merkel. Ich so, ha, okay. Also habe ich mich einen ganzen Nachmittag hingesetzt und habe mir alle Vlog-Videos von Frau Merkel angehört. Und da ist sie ja immer sehr gleich und sehr gediegen. Und dann dachte ich so, ich brauche natürlich was, was Action hat, weil wir haben ja Action-Szenen. Und dann bin ich drauf gestoßen durch einen lieben Freund von meinem Sohn. Die Anstalt, die Fernsehsendung, ich glaube, ich weiß nicht, ist es ARD, ZDF, auf jeden Fall die Fernsehsendung. Da gibt es eine Satire-Pärchen und der eine macht Söder und der andere macht Frau Merkel. Und das hat mich total inspiriert. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich den Namen des Menschen, aber ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Er macht es auf jeden Fall ganz toll und er ist meine Vorlage für Frau Merkel. Steht man unter größerem Druck, wenn man einer fiktionalisierten Person des öffentlichen Lebens die Stimme leiht? Ja, zu 100% ja. Weil A, will ich sie nicht beschädigen, weil ich will ja keine Karikatur aus ihr machen, sondern ich will eine reelle Person für den Hörer erschaffen. Und wenn jemand diese reelle Person im Ohr hat, kann ich eigentlich nur verlieren. Und das war schon ein großer Druck. Also ich war sehr aufgeregt und ich hatte mir so 2, 3 Kernsätze kopiert. Und immer, man liest ja die Seiten runter und ich sehe, okay, jetzt kommt ein Dialog. Ah, jetzt kommt Mike. Ah, jetzt kommt Frau Merkel. Da mache ich mir immer so Buchstaben dran. Und manchmal verliere ich sie dann. Also dann bin ich so im Spiel und spiele es halt als Nana. Und dann denke ich so, ah, halt, nein. Und dann habe ich so einen Kernsatz, zum Beispiel, bin ich das Parlament? Und das war so mein Keysatz, wo ich mich immer wieder reingefunden habe. Bin ich das Parlament? Und dann ging's. Was gefällt dir an den Büchern von David Safir? Was denkst du, macht seinen Humor aus? Also der David Safir begleitet mich ja schon eine ganze Weile oder ich ihn. Was cool ist, dass seine Frauenrollen halt lustig sind. Wir haben das ja in anderen Büchern auch, aber die sind, weil die so eine Entwicklung durchmachen, immer sehr, sehr lustig. Er hat ein ganz tolles Tempo, er hat ein total gutes Gespür für Action-Sachen, wo lustige Sachen passieren. Und ich kenne mich nicht gut genug aus, aber ich würde sagen, dass das Timing, was er hat, eins der entscheidenden, Basissachen sind, dass Witze auch funktionieren. Und das ist so mein Tempo auch. Also ich merke halt, ich sehe da sofort Bilder. Also ich lese das und weiß, wie das optisch aussehen würde und dann spiele ich das nach. Worum geht es im 2. Band der Miss Merkel-Serie? Da geht es tatsächlich wieder um Morde. Weil anfangs ist sie so ein bisschen traurig, so dass sie sagt, naja gut, ich lebe jetzt hier auf dem Dorf. Das mit dem Ermitteln hat mir total Spaß gemacht. Es wird ja jetzt nicht sofort wieder gleich ein Mord passieren. Also löse ich vielleicht lieber Rätsel, Sudoku oder so. Und sie merkt halt, sie fühlt sich so ein bisschen unterfordert. Kuchen machen macht keinen Spaß mehr, weil die Obdachlosen schon sagen, ich kann sie nicht mal ein Stück Fleisch braten. Und dann passiert aber doch einer. Und der passiert tatsächlich sehr überraschend und der passiert an einem kuriosen Ort, wie der Titel schon sagt, nämlich auf dem Friedhof. Und dadurch verstrickt sich eine extrem lustige Reise in die Leben von 5 Verdächtigen. Und ja, mehr darf ich, glaube ich, nicht verraten. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen einer Hörbuchaufnahme und Synchron? Machst du das eine lieber als das andere? Das eine ist wirklich nicht mit dem anderen zu vergleichen. Also ich fange mal an, Synchron liebe ich, weil ich habe eine Figur, die macht mir was vor und ich höre mir das an und folge ihr und da kannst du natürlich auch mal ein paar dabei haben, die nicht so gut sind, das macht dann ein bisschen weniger Spaß oder du hast halt irgendwie eine Szene, die total krass ist.
Das ist halt dann sehr vielschichtig und dadurch ist Synchron so toll, weil du halt so viele verschiedene Sachen machen kannst. Und im Hörspiel ist es ja nochmal was anderes, weil da hast du ja auch ein Skript und du nimmst dich zwar auch alleine auf, aber du bist ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt Elisabeth die Zweite, dann habe ich da wie beim Theater eine Figur, die ich mir vorstelle und der leihe ich meine Stimme. Das heißt, meine Vorstellungskraft gibt der Figur das Leben. Und beim Hörbuch, wo ich ja mit mir ganz alleine bin, was ich super schön finde, ist, da bin ich ja alle. Und das heißt, meiner Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, außer der Regisseur sagt Stopp. Und das ist auch manchmal ganz gut. Danke, Nana. Bitte.